Heute geht es weiter mit der Zusammenfassung des Einführungskapitels in das Buch Entwicklungstrauma heilen. Und zwar werde ich euch dabei etwas über zwei Kreisläufe erzählen, die man verstehen sollte. Das ist einmal der Teufelskreis innerer Not und auf der anderen Seite dann der Narmheilungskreislauf. Der Teufelskreis innerer Not kommt zustande, wenn wir uns immer mehr von unserer Lebendigkeit abschneiden und eine immer verzerrtere Identität entwickeln im Laufe unserer Kindheit, durch die gestern beschriebenen Überlebensstrukturen. Während unserer Kindheit retten uns diese Überlebensstrategien das Leben, weil sie eine Anpassung ja an diese ungünstigen Bedingungen ermöglichen. Im Erwachsenenalter werden sie uns dann aber zum Verhängnis, weil sie die Dysregulation des Nervensystems aufrechterhalten, zu Dissoziationen und starken Beeinträchtigungen des Selbstwertgefühls und anderen Dingen führen, und das ist natürlich fatal. Diese Strategien, die uns im Erwachsenenalter also nichts mehr nützen, sondern nur noch hinderlich sind, halten dann den Teufelskreis innerer Not aufrecht, der meistens schon in der frühen Kindheit, oft schon im Säuglingsalter in Gang gesetzt wurde. Um zu verstehen, was da passiert, sollten wir zunächst uns bewusst machen, dass es zwei Richtungen des Informationsflusses gibt. Informationen können nämlich von unten nach oben, also vom Körper zu den Kognitionen, also zum Neokortex laufen, das ist dann der Bottom-up-Ansatz, und sie können vom Gehirn, also vom Neokortex mit Gedanken, Bewertungen, Identifizierungen über die Gefühle zum Nervensystem, zum Körper laufen. Das ist dann der Top-down-Ansatz. Evolutionsbiologisch ist unser Stammhirn der älteste Teil des Gehirns. Es wird auch als Reptiliengehirn bezeichnet, weil Reptilien auch eins haben. Es ist für Sinneswahrnehmungen und für Körpererleben zuständig und für das sogenannte Spürbewusstsein, den Felt Sense. Das limbische System ist etwas jünger. Säugetiere und Vögel, aber auch Reptilien verfügen übrigens auch über ein limbisches System. Und dieser Teil des Gehirns ist vor allem für die Verarbeitung von Emotionen verantwortlich. Bei Menschen. Und dann gibt es noch den Neokortex. Das ist ein Teil der Großhirnrinde, der auch bei Tieren vorkommt. Also Tiere können also auch denken und beim Menschen besonders ausgeprägt ist. Also ungefähr 90% unserer Großhirnrinde sind Neokortex. Der ist verantwortlich für Gedanken, Bewertungen, Identifikationen, also das ganze Gedankliche. Das Stammhirn ist eben für unsere Instinkte zuständig und funktioniert wahnsinnig schnell. Wenn wir uns in einer lebensgefährlichen Situation befinden, können wir ja nicht ewig überlegen und uns Gedanken machen, was wir tun sollen, sondern es muss sofort eine Reaktion erfolgen. Klassischerweise eben die Fight, Flight oder Freeze-Reaktionen, also Kampf, Flucht oder Erstarren. Beim Informationsfluss Bottom-up erfolgt eine Informationsübertragung vom Stammhirn und der körperlichen Ebene über das limbische System, das ja für die Verarbeitung der Emotionen verantwortlich ist, zum Neokortex, wo die ganzen gedanklichen Prozesse dann stattfinden. Das heißt also, wenn ein Baby sich körperlich unwohl fühlt, dann gerät sein Nervensystem in die Dysregulation. Der Neokortex entwickelt sich bei Kindern noch, das heißt, dass ganz viele Informationen erstmal bottom-up übermittelt werden. Und so kommt es dann dazu, dass sich Kinder, die sich schlecht fühlen, mit zunehmendem Alter die entsprechenden Gedanken dazu bilden. Sie fangen dann zum Beispiel an zu denken, dass sie schlecht sind. Kinder nehmen ja alles persönlich, was eben an der Gehirnentwicklung liegt. Ihr Neokortex ist noch nicht fertig und voll entwickelt. Sie können noch nicht analytisch schlussfolgern und herausfinden, dass es gar nicht an ihnen liegt, wenn sie sich schlecht fühlen, sondern eben an den Bedingungen zum Beispiel. Darüber hinaus kennen sie ja oft auch keine anderen Bedingungen als die, in denen sie aufgewachsen sind. Und so kommt dann eben der Teufelskreis der inneren Not zustande, der dann auf Ebene des Nervensystems zu immer mehr Dysregulation und auf der Ebene des Neokortex zu immer mehr negativen Gedanken führt und das beeinträchtigt sich dann gegenseitig. Der Informationsfluss von oben nach unten, also top-down, verläuft vom Neokortex über die Gefühlsebene zum Körper. Wenn ihr der Überzeugung seid, dass ihr wertlos oder nicht gut genug oder schwach oder hilflos seid, dann werdet ihr euch auch garantiert nicht gut fühlen. Da setzen übrigens die meisten Psychotherapien an, nämlich bei den Kognitionen. Das ist dann eben der Top-Down-Ansatz. Mit dem Bottom-Up-Ansatz, der vom Nervensystem, vom Körper zum Gehirn, also zum Neokortex geht, wird in Körpertherapien gearbeitet. Bei NARM werden beide Richtungen beschritten und das ist gerade bei Trauma auch sehr wichtig, weil eben nicht nur die Kognitionen, sondern auch das Nervensystem und seine Dysregulation eine zentrale Rolle spielen.
An dieser Stelle muss deswegen auch zuallererst angesetzt werden, wenn man den Heilungskreislauf in Gang bringen möchte. Zuerst sollen die Schockzustände auf Nervensystemebene entladen werden, sodass wir wieder besser mit unserem Körper in Kontakt kommen und uns damit immer besser regulieren können. Hier kommt dann die somatische Achtsamkeit, über die ich ja schon ein Video gemacht habe, zum Einsatz und es erfolgt eine Veränderung bottom-up, also von unten nach oben. Und dann wird wiederum top-down gearbeitet, indem wir uns unsere Überlebensstrukturen, von denen ich euch im gestrigen Video berichtet habe, bewusst machen und aktiv daran arbeiten. Und dadurch kommt eben dieser positive Heilungskreislauf in Gang. Wenn wir uns besser in unserem Körper fühlen, denken wir auch positiver und wenn wir positiver über uns denken, dann fühlen wir uns auch besser in unserem Körper. Aber anfangs ist es eben wichtig, diesen Kreislauf zu durchbrechen und in Kontakt mit dem Körper zu kommen. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir viele unserer Überlebensstrukturen schon im Laufe der ersten 5 Lebensjahre entwickelt haben, weshalb wir viele Dinge aus einer Kinderperspektive wahrnehmen. Also oftmals ist es so. Das ist zum Beispiel auch das Phänomen, dass wir vieles total persönlich nehmen. Das kommt eben noch aus der Zeit, in der wir gar nicht anders konnten, weil unser Gehirn noch nicht voll entwickelt war. Dessen sollte man sich also bewusst sein. Dann kann man auch verstehen, woher etwas kommt. Und wie beim Teufelskreis der inneren Not verstärken sich auch beim Heilungskreislauf die positiven Prozesse gegenseitig. Die bessere Selbstregulierung bedingt eine Auflösung der schmerzhaften Identifizierungen und umgekehrt. Und so kommen wir dann allmählich wieder in den Kontakt und finden zu unserer Lebendigkeit zurück, was ja das Ziel von NAM ist. Das dauert natürlich alles eine Zeit, das geht nicht so von jetzt auf gleich, aber es lohnt sich, da dran zu bleiben. So, das war es eigentlich schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder schreibt mir was in die Kommentare. Wenn ihr euch für das Thema persönliche Entwicklung interessiert, abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.